So, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier bei Ubisoft TV und wir schauen uns an einen Level 20 Charakter, mit dem wir unterwegs sind. Hier sehen wir gerade die Waffen und unsere Ausrüstung, die wir haben. Wir werden jetzt gleich ein Koop-Spiel eröffnen, checken aber erstmal unsere Ausrüstung. Ich kann man auch immer sehr schön sehen, da wird einem direkt angezeigt bei den verschiedenen Waffen, ob die besser ist als die aktuelle, und wir springen auch mal zu den Fähigkeiten rüber. Da haben wir natürlich auch schon eine ganze Menge hier freigeschaltet, also viel, viel mehr als das in der Open Beta zum Beispiel der Fall war. Da sehen wir das Geschütz, dann haben wir darunter noch die Suchermine, die wir gleich auch zum Einsatz kommen lassen werden. Und das in Kombination mit vier Spielern macht natürlich richtig Spaß. Das werdet ihr gleich sehen in diesem Koop-Match, was wir hier vorbereitet haben. Und natürlich aufgeteilt hier auch Medizin, Technologie und Sicherheit, was wir auch bei den Fähigkeiten wiederfinden, was übrigens passive Unterstützung sind für uns. Und die Bereiche Medizin, Technologie sind halt eben auch die Flügel in unserer Base of Operations, in unserem Hauptquartier. So, es geht los mit unserer Mission Lexington Event Center. Da müssen wir Geiseln befreien. Und da haben wir auch schon die ersten Gegner, die natürlich jetzt auch angepasst sind hier an unsere Levelstufe, also die sind auch Level 20, das heißt, die können eine ganze Menge wegstecken und da fliegen auch schon die Teile durch die Gegend hier, durch Explosionen. Aber auch wir lassen das gleich ordentlich krachen mit verschiedenen Granaten und Mods, die wir auch mit den Granaten verbunden haben. Also man kann die Waffen ja komplett modden, und bei den Granaten, da geht es nachher richtig zur Sache, gerade auch wenn man hier mit Level 20 unterwegs ist, kann man einiges modden. Da sehen wir auch das Geschütz und da... geht es richtig zur Sache. Das war jetzt mal so eine gemoddete Granate, wo halt dann flächendeckend Schaden dann auch verteilt wird. Und dann haben es die Gegner natürlich auch echt schwer. Auch mit Level 20. Auch wenn die hier schon eine ganze Menge wegstecken. Und hier geht es jetzt in das Gebäude rein, Lexington Event Center. Und da müssen wir natürlich mit Gegnern rechnen, mit einer Menge Gegnern. Und wow, welcome to the party. Da hängen Leute schon. Und guck mal da auf der Theke, da liegt auch einer mit den Ballons rechts hier. Boah, krass. Alter Schwede, also die Stimmung ist hier natürlich auch Endzeit, es ist bedrückend, es passt zu diesem ganzen Feeling einfach, was hier rüberkommt bei The Division. Die Lichteffekte hier auch wieder sehr schön, da wird natürlich auch mitgespielt bei The Division, sieht einfach geil aus, schöne Effekte, schönes Spiel, tolle Grafik, und wir springen mal gleich ganz kurz hier ein bisschen nach vorne die Treppe hoch, kleiner Schnitt, und da sehen wir schon, jetzt... geht es gleich wieder zur Sache. Die Axt da, die sagt uns, dass es hier gleich ordentlich krachen wird. Wir sind an der Rezeption und da sehen wir schon die Gegner. Und jetzt heißt es wieder feuerfrei. Da haben wir gerade gesehen, das Geschütz. Hier sehen wir jetzt auch mal die Suchermine gleich wieder da, die wir zum Einsatz kommen lassen. Die sucht sich dann automatisch ein Ziel und ja, geht dann entsprechend hoch, sobald das Ziel erreicht ist. Zwei Geschütze stehen hier mittlerweile. Also die Kollegen, mit denen ich hier spiele, die arbeiten auch richtig mit. Dann macht es auch richtig Spaß. Ihr seht ja auch immer wieder, dass die Gegner natürlich auch ordentlich was einstecken. Das habe ich eben schon mal erwähnt. Klar, das liegt daran, dass die Level 20 sind und halt eben mehr einstecken können als normale oder Gegner aus mit einem kleineren Level. Und da kommt dann auch wieder der RPG, also der Rollenspielcharakter des Spiels durch. Die Gegner haben halt eine gewisse Punktezahl, die man runterschießen muss, und erst dann sterben die dann auch oder gehen halt eben drauf. Ganz wichtig ist auch, dass es natürlich so Sachen gibt wie kritische Treffer, das heißt, da reicht dann auch manchmal ein Treffer, um den Gegner dann entsprechend zu erledigen. So, wir schmeißen hier gleich mal auch wieder, ne, warten wir nochmal ganz kurz, da kamen noch welche, da kommen noch welche, schmeißen wir mal schnell wieder so eine zielsuchende Granate, die habe ich jetzt gedroppt, und hier sieht die automatisch ihr Ziel, kann man gleich sehen, da ist er gerade vorbei und bumm, hat's Krach gemacht, okay. Und einen haben wir nur erwischt, aber wie gesagt, auch die anderen nehmen natürlich Schaden, aber durch diesen RPG-Charakter im Spiel heißt es nicht, dass die automatisch umkippen, nur weil eine Granate in der Nähe explodiert. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, ganz gut aufgeräumt. Ich glaube, Gegner kommen hier jetzt erstmal nicht mehr, und da können wir auch unsere erste Geisel dann schon befreien. Und ja, ich sag's nochmal, eine bedrückende Atmosphäre immer wieder in dem ganzen Spiel. Man spürt hier diesen Endzeit-Charakter und ein tolles Gesamtpaket, was hier geboten wird bei Tom Clancy's The Division. So, nochmal ein kleiner Sprung. Hier möchte ich euch nochmal zeigen die Echos. Also, man sieht hier Überwachungsdaten, die werden analysiert und werden uns jetzt wiedergegeben. Und wenn ich dieses Echo aktiviere, dann sieht man hier jetzt sehr schön, dass wir quasi so ein kleines bisschen in die Vergangenheit schauen können. Also, die Daten, die mir hier zugespielt worden sind und die analysiert worden sind, die
Das sind quasi von zum Beispiel Kameras aufgenommene Szenen, die hier vor kurzem passiert sind. Und wir können die jetzt wieder abrufen. Das hilft uns natürlich in der Mission weiterzukommen. Wir können ein bisschen mehr Geschichte aufschnappen. Also diese Echos, sehr interessant. Und jetzt begeben wir uns nochmal in einen letzten Kampf hier in dieser Koop-Mission, die insgesamt richtig lange dauert. Also wir haben hier das Ganze natürlich ein bisschen zusammengeklebt für euch. Aber was da abgeht, alleine mit den ganzen Granaten, das ist echt der Kracher. Da wurde auch eben gestunt, also die Gegner wurden dann betäubt mit Granaten. Also es gibt ganz, ganz viele Mods für auch die Granaten alleine nur. Und ja, geht's echt richtig zur Sache. Das ist echt Wahnsinn. Aber es macht richtig Spaß, auch wenn man gut abgesprochen ist im Team. Und von daher hatten wir richtig Spaß bei dieser Geschichte. Und dann möchte ich noch mal kurz erwähnen, was ich eben vergessen hatte, dass die Items, die hier gedroppt werden, auch alle unterschiedliche Farben haben. Das heißt, die Items sind, es gibt zum Beispiel so eine Art Unique-Items. Also je nachdem, welche Farbe ein Item hat, unterschiedlich gut ist es halt dann eben auch. So, da oben ist, glaube ich, noch irgendjemand. Die sehen wir natürlich auch angezeigt da. Und jo, da hat es direkt geknallt. Der Gegner hat eine Granate von einem Team-Player abbekommen und jetzt ist, glaube ich, der Weg frei, oder? Mal gucken. Schauen wir mal. Da oben drin ist noch was angezeigt. Ah, da ist noch ein Sniper. Und auch da muss man sich natürlich gut in Acht nehmen. Die Sniper, die machen richtig viel Schaden. Und die brauchen natürlich nicht so viele Treffer, um einen hier umzunieten. Von daher mit Snipern immer vorsichtig sein und absprechen. So, da ist die letzte Geißel, die wir befreien müssen. Der schießt auf den Tisch, der Kollege, um mal zu zeigen, wie geil das hier splattert. Also die einzelnen Glassplitterchen, die man hier sieht. Also grafisch wirklich geil. Das war's soweit von unserem kleinen Koop Level 20 Walkthrough. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß dabei. Liked das Video, empfehlt uns weiter hier bei Ubisoft TV. Und ich freue mich für euch, wenn auch ihr bald Tom Clancy's The Division spielt. Viel Spaß!